Im Weltall hört dich niemand schreien, so oder so in etwa könnte man dieses Spiel hier zusammenfassen, zu welchem ich euch herzlich begrüßen möchte. Mal wieder ein kleines Let's Play Along. Das letzte liegt auch, glaube ich, schon Monate zurück. Ja, und in dem Fall handelt es sich hier um Out There, einem Roguelike-Roguelite-Spiel aus dem Hause Miklos Studio. Es handelt sich hier um einen Mobile-Port, also das Ding gab schon mal auf hier Handy, Android, iOS etc. pp. Erschien vor 3 Wochen in etwa, glaube ich, für den PC auch. Habe ich nie was von gehört, weil hier Mobile-Gaming ist einfach nicht meins. Und nachdem ich hier die Reviews gelesen hatte, beziehungsweise auch die Beschreibung des Spiels und so, ne, hier Spielprinzip, war ich schon ziemlich angetan, muss ich sagen. Denn es handelt sich hier wirklich um sowas ähnliches wie FTL, falls ihr das kennt hier, Faster Than Light, mit einem ganz gravierenden Unterschied, und zwar hat man in diesem Spiel hier, Out There, keine Kämpfe. Also es ist im Grunde ist es mehr oder weniger fast nur so ein Ressourcenmanagement-Spiel, das aber trotzdem unglaublich fordernd ist, also für Deppen wie mich zumindest, und auch wirklich viel Spaß macht. Und gleichzeitig aber auch wahnsinnig entspannend sein kann. Andererseits aber auch richtig so Frustmomente schaffen kann. Also ich habe mich tatsächlich auch oft dabei ertappt, dass ich den Bildschirm angebrüllt habe. So wegen, du Scheißspiel, du willst mich doch jetzt verarschen, weil wieder irgendein Zufallsevent quasi kam oder eingeblendet wurde, beziehungsweise passiert ist, was mir den ganzen Run total versaut hat. Ja, kurzum jetzt nochmal, bevor ich hier noch 2 Minuten laber. Es geht, im Grunde geht es nur darum, dass man mit seinem Raumschiff, man ist von quasi seinem Sonnensystem mehr oder weniger abgekommen, ja, also von der Umlaufbahn etc. sonst wohin geschleudert worden im Orbit. Und es geht im Grunde nur darum, dass man mit diesem Raumschiff wieder an einen gewissen Punkt zurückkommt. Dabei muss man allerdings auf 3 Hauptkomponenten achten, hier Treibstoff, Sauerstoff und die Schiffshülle, also das Schiff per se selbst, ne? Wenn eins von den dreien nicht mehr vorhanden ist, also entweder kein Treibstoff, kein Sauerstoff oder, ja klar, wenn das Schiff kaputt ist, na, dann geht's halt auch nicht mehr weiter, dann hat man versagt. Und ich habe in 12 Stunden, die ich hier bislang reingesteckt habe, unzählige Male versagt. So, dann würde ich sagen, ich nehme euch jetzt einfach mal mit, bevor ich hier weiterlaber. Ja, ich habe das Spiel schon gespielt, aber so kann ich euch vielleicht auch ein bisschen was erzählen übers Spiel. Und ich würde sagen, jetzt aber wirklich los, wir fangen an. Wow, fast 3 Minuten. Ich habe es in Ovi übertroffen. Ja, okay. So, also, los geht's mit Out There. Viel Spaß dabei. I'm an astronaut aboard the Nomad. Passenger on a line that connects Earth to Ganymede, a moon of Jupiter. Until something happened. When I awoke from cryonics, I wasn't in orbit around Ganymede. In fact, I wasn't even in the solar system anymore. I was out there. Ja. So viel zu diesem kleinen Intro beziehungsweise zur Zusammenfassung der Story, die tatsächlich während dem Spiel auch erzählt wird. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich werde jetzt hier auf Spielen und nicht auf Tutorial klicken. So, das ist der Punkt, da müssen wir hin. Und jetzt seht ihr, wo wir sind. Ja, wir sind hier. Also eigentlich wortwörtlich wirklich am Arsch der Welt. Ja, ihr habt gesehen, wie viele Sternensysteme dazwischen uns liegen. Also zwischen dem Punkt, wo wir uns befinden und dem Punkt, wo wir hin müssen. Und ganz kurz, man sieht auch hier schon, ne, links oben die 3 Komponenten, Treibstoff, Sauerstoff und Schiffskörper. Hier befinden wir uns eben, das ist unser Raumschiff hier, beziehungsweise es wird halt so angezeigt, dass wir uns hier befinden. Hier sind die jeweiligen Sternensysteme, wo wir uns hinbewegen können. Wir haben dafür nur einen gewissen Radius, wie man sieht, ne, also hier alles, was innerhalb dieses grünen Dingens ist. Und alles andere ist für uns erstmal verborgen, mehr oder weniger. Wir sehen zwar schon, worum es sich handelt hier, also hier hat es zum Beispiel eine Supernova, sehr chillig.
Hier hat es einen roten Zwerg und so weiter und so fort. Aber da könnten wir jetzt noch gar nicht hin. Sieht man auch, ne? Also hier zum Beispiel, zu diesem gelben Zwerg können wir hin. Werden wir auch gleich machen. Ich möchte nur ganz kurz, hier haben wir so eine Art... Genau, hier sind wir dann in diesem Sternensystem direkt drinne. Und dann haben wir hier immer so Objekte, beziehungsweise, also das hier zum Beispiel ist eine, genau, eine Raumstation. Hier können wir ein Attribut auffüllen lassen. Das ist aber zufällig. Also wir können jetzt nicht sagen, oh, ich habe keinen Treibstoff mehr, ich gehe da mal jetzt hin und will meinen Treibstoff. Wenn du Pech hast, dann kriegst du Sauerstoff, obwohl dein Sauerstoff noch voll ist. Hier haben wir das Raumschiff. Das ist unser Raumschiff quasi. Hier sehen wir schon, wir haben hier für die jeweiligen Attribute, also hier, das ist Sauerstoff, also Wasserstoff und Helium zum Beispiel, hier ist natürlich Sauerstoff und hier, Treibstoff, habe ich Sauerstoff gesagt hier oben, egal. Und hier, das ist für die Schiffshülle, dafür brauchen wir Eisen, um die zu reparieren, das geht dann recht einfach, man zieht einfach hier dieses jeweilige Element dann rüber und kann damit eben das jeweilige Attribut bzw. die jeweilige Komponente reparieren bzw. auffüllen. Dann haben wir hier natürlich in unserem Raumschiff noch diverse Geräte und Gerätschaften, die wir auch brauchen. Hier zum Beispiel haben wir, Moment, falsche Maustaste, den Interplanet-Reaktor und damit können wir von Planet zu Planet springen. Also gar nicht von System zu System, sondern dann wirklich in einem Sternensystem von Planet zu Planet. Ist unglaublich wichtig. Das Problem an der Sache ist, dass jedes dieser Geräte zerstört werden kann, beziehungsweise beschädigt werden kann. Und wenn dann so ein wichtiges Gerät ausfällt, wie zum Beispiel hier der Raumfalter, dann hast du gelitten. Hast du Pech gehabt. Wenn du das nicht reparieren kannst, dann sitzt du fest. Dann kannst du aufhören, ist Ende, vorbei und kannst halt neu starten. Das ist einfach das primäre Spielprinzip. Also hier haben wir den Raumfalter, damit können wir eben von Sternensystem zu Sternensystem, Teleskop, genau, das informiert eben hier, ne, gelber Zwerg und so, was ist das jetzt wirklich? Also wenn das ausfällt, dann fliegt man quasi blind in ein Sternensystem. Hier haben wir einen Bohrer, der ist ganz, ganz wichtig, weil wir damit auf Planeten Rohstoffe bzw. eben die chemischen Elemente abbauen können. Und hier haben wir so eine Wasserstoffsonde, damit können wir eben um einen Stern herum, beziehungsweise einen Planeten herum, können wir Treibstoff aufsammeln. So, okay, dann würde ich sagen, wir wollen mal, erster Flug hier zum gelben Zwerg. Da sieht man auch immer, was das kostet, ne? Also das kostet uns jetzt 16 Treibstoff und 5 Sauerstoff. Wollen wir mal. So, und hier fängt schon an, Tag 18. Das meinte ich vorhin noch so von wegen, die Story wird wirklich auch so ein bisschen erzählt im Laufe des Spiels. Es gibt hier zufällige Events, die eben stattfinden und man kann immer hier schön nachlesen, worum es sich dabei handelt. Und ich finde das sehr toll, man muss zwar selbst lesen, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Wie gesagt, es ist sehr häufig etwas anderes. Und ja, ich würde sagen, wir wollen mal. Tag 18. Der Raum faltet sich und ich bestaune diese erstaunliche Technologie, die einem Schiff erlaubt, von einem System zu einem anderen zu gleiten. Diese Erfindung ist unglaublich. Es würde der Menschheit erlauben, über viele Sterne zu wachsen und zu gedeihen. Ich bin auf die Erde nicht nur um meinetwillen zurückgekehrt, sondern um der Menschheit dieses Instrument der Freiheit zu bringen. Ja, hat ja auch gut geklappt. So, und jetzt sehen wir hier diese Karte, die ist auch sehr, sehr wichtig. Also, was heißt Karte? Aber jetzt sehen wir hier das System vor uns, das Sternensystem. Hier in dem Fall hat sie jetzt zwei Planeten. Und zwar hier den felsigen, also es ist ein felsiger Planet, ist reich an metallischem Erz. Und das brauchen wir zum Beispiel, um unseren Schiffskörper zu reparieren. Das heißt, wir werden da jetzt mal kurz landen. Kostet immer Treibstoff und Sauerstoff. Aber wir müssen. So, jetzt sind wir hier kurz davor, auf diesem Planeten zu landen. Das werden wir jetzt auch machen. Das ist total. Ach ja, es stimmt ja. Jetzt sind wir erst in der Umlaufbahn. Das hat ja schon gekostet. Und jetzt nochmal, um zu landen, kostet das Ganze auch nochmal 4 Treibstoff. Und guck mal, wir sind schon nur noch bei 64. So, jetzt sind wir hier gelandet. Mehr oder weniger. Und jetzt können wir eben entweder, wir können jetzt hier wieder abheben, also dass wir wieder weiterziehen. Oder wir können bohren und das werden wir auch machen. Dann kommt ja diese Einblendung. Und hier, also man verbraucht immer Treibstoff beim Bohren. Macht ja irgendwo auch Sinn. Ne? Also Kraftstoff, um hier, ne, um das anzutreiben. Und wir können selbst wählen, wie viel wir dafür aufwenden wollen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass je mehr wir aufwenden, hier zum Beispiel 10, umso höher auch die Möglichkeit, dass der Bohrer bricht.
weil wir dann wohl tiefer bohren auch, beziehungsweise im Grunde mehr oder weniger mit einem Schlag alles, was der Planet an Ressourcen hergibt, einsammeln möchten. Das war beim ersten Mal so, dass ich mir dachte, ach komm hier, ne, nehme ich gleich mal 10 Treibstoff für den Bohrvorgang und ja, dann war der Bohrer auch gleich mal kaputt. Das heißt, ich werde jetzt hier 7 nehmen, das ist glaube ich das letzte, ja genau, hier ist noch gelb, bohren wir mal. So, jetzt sehen wir hier schon, wir haben hier 9 mal Eisen eingesammelt, also man kann hier immer so maximal 20, so ein 20er Pack einpacken und 5 mal Platin, nehme ich auch mit, da wir häufiger etwas zu reparieren haben. So, das war's hier eigentlich schon, wir können wieder abheben, ja, kostet wieder Treibstoff und Sauerstoff. Wir gehen jetzt zurück auf diese Karte und sehen uns diesen Planeten hier mal an, das ist ein Gasriese. Da sieht man schon, reich an Kraftstoff, aber eine riskante Umlaufbahn. Hier sieht man, was es kostet. Allerdings, man sieht nicht, wie viel Schaden das Schiff nimmt. Und das ist halt so ein bisschen die Gefahr dabei, wenn man hier Kraftstoff tanken möchte. Aber wir müssen ja. Guck mal, wir haben schon unter 50 hier, deshalb hilft ja alles nichts. So, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Wir hatten... Boah. Ja, es hat uns gleich mal 28 Schiffspunkte, also von der Schiffshülle hat das gleich mal 28 Punkte abgezogen und Treibstoff, guck mal, also das wird immer weniger. Deshalb werden wir jetzt die Sonde mehr oder weniger auswerfen wie eine Angel und genau, hier ist das mit der Tiefe und da werden wir jetzt mal Treibstoff sammeln. Auch hier dasselbe Prinzip, ist man zu gierig, kann es, es muss nicht, ja, aber ich sag mal so, ich habe das sicher an die 100 Mal versucht gesamt und ich glaube, es hat vielleicht 10 Mal geklappt, also wenn ich hier mit Tiefe 10 Kilometer begonnen habe. Deshalb bleiben wir mal ganz brav bei 7. Was aber nicht heißt, dass es automatisch dann nicht brechen kann. Kann es genauso. So. Ja, 10 mal was. Ja. Das war jetzt eigentlich eine sehr magere Ausbeute, aber es hilft nichts. So, und bevor... Das war zum Beispiel mein erster Fehler bei meinem ersten Run, dass ich hier jetzt gleich weggeflogen bin. Aber darauf vergessen habe, dass ich vielleicht eventuell erstmal tanken sollte quasi. Also meinen Kraftstoff wieder auffüllen. Das werde ich jetzt machen, sonst ist hier bald Schicht im Schacht. Ja, ihr seht schon, man zieht einfach rüber. Und dann ist er wieder gut so, halbwegs. Sauerstoff geht noch, Schiffshülle ist auch noch so halbwegs okay. Das heißt, wir verlassen das jetzt mal hier und ziehen zum nächsten Sternensystem. Hier haben wir wieder einen gelben Zwerg und hier haben wir eine Supernova. Da würde ich... Ah, hier komme ich noch nicht ran. Nee, dann gehe ich nochmal zu einem gelben Zwerg. Supernova sind schon böse Sachen passiert. Tag 27. Riesige Polarlichter umhüllen das System wie ein Gürtel. Und sie singen. Ihr Lied klingt seltsam und hypnotisch zugleich. Ich bin unter fremder Kontrolle. Ich lenke mein Schiff in Richtung der Polarlichter und starte den Antrieb. Ich habe keine Kontrolle über meine Hände mehr. Was passiert jetzt? Und das ist zum Beispiel schon ein Punkt, den ich super finde in diesem Spiel, dass man eben immer wieder vor Entscheidungen gestellt wird, die unglaublich böse enden können oder auch Gutes bringen können, was aber eher seltener der Fall ist, also zumindest bei meinen Entscheidungen bislang. Ich werde mich jetzt zum Beispiel hier entscheiden, mich von dieser, ja, obwohl das ist ja Blödsinn, ne? Jeder kennt die Sage hier von den Sirenen und so. Aber ich werde es trotzdem mal machen. Ich weiß nicht mehr, was... Ich hatte das schon mal, das glaube ich schon, aber ich weiß nicht mehr, was passiert, wenn man jenes oder jenes macht. Keine Ahnung, deshalb jetzt mal loslassen. Ich erreiche die Polarlichter. Von nahem ist ihre Kraft noch stärker und ich kann mich nicht dem Auftrag widersetzen, meine Vorräte abzugeben. Nein! Ich werfe meine Ladung durch die Luke unten am Schiff hinaus und verliere dann das Bewusstsein. Als ich aufwache, ist die Kreatur verschwunden. Ach, ja, super. Tja, sie haben verloren, Eisen, Sauerstoff und Platin. Ja, supi. Danke auch. Okay, sollte ich mir merken. Sollte ich mir merken, machen wir nicht mehr. Das nächste Mal verletze ich mich selbst, damit ich wieder die Kontrolle quasi über mich selbst erlange. Na super. Na gut, das hat ja schon mal nicht geklappt. So, dafür sind wir wenigstens im nächsten System. Und hier haben wir jetzt, genau, hier haben wir jetzt schon so einen Gartenplaneten, heißt das hier. Man sieht ja auch schon atmungsfähige Atmosphäre. Das ist insofern toll, dass da wir damit unseren Sauerstoff auffüllen können, ohne Sauerstoff zu verwenden, wenn wir auf diesem Dingens landen. Und das werden wir jetzt auch machen. Kostet zwar erstmal natürlich wieder Sauerstoff, aber mein Gott. Oh, das war ein Fehler, ich hätte vielleicht erst Treibstoff abbauen sollen. Ah, ja, ja, ne, hier labern und aufnehmen. Shit. Naja, jetzt bin ich schon in Umlaufbahn, jetzt kann ich auch landen. So.
Moment, wieso nehme ich hier jetzt Schaden? Das ist aber nicht nett. Naja, okay, gut, was soll's. Die atmungsfähige Atmosphäre dieses Planeten hat mir erlaubt, meine Sauerstoffversorgung wieder aufzufüllen. Ja, Übersetzung ist zu 90% okay, sage ich mal. Mir sind ein paar Dinge jetzt aufgefallen, die ich aber jetzt nicht so gravierend fand. Also es war jetzt nicht irgendwie Game-Breaking-Dingen so sonst was. Derlei. Danke. Gehirn. So. Und jetzt haben wir hier nochmal einen ganz interessanten Punkt, wie ich finde persönlich. Erstens, also ich muss sagen, gezeichnet, also es sieht so schön aus. Ich finde das so toll. Also wenn es so irgendwo aussehen würde, in keine Ahnung wie vielen Lichtjahren Dingens, bla bla, Entfernung, reserviert mir einen Platz, ich bin sofort weg. Den Punkt, den ich meinte, ist hier Leben begegnen. Man kann nämlich hier tatsächlich auf außerirdisches Leben treffen, hier so in dieser Energiekristallform quasi. Stimmt, das ist nämlich auch noch eine Eigenart. Die versuchen mit uns zu kommunizieren, aber wir verstehen deren Sprache nicht wirklich. Die können wir nach und nach lernen. Also wenn wir etwas richtig machen oder auch falsch, lernen wir vereinzelte Wörter und irgendwann fügt sich dann quasi das Ganze so zusammen, dass wir das auch verstehen, was sie von uns wollen. Ich fände es nur ein bisschen komisch, dass, also im Grunde, ihr seht ja, wir können nichts lesen, ja. Also, ich meine, nur Buchstabensalat quasi, aber wir können quasi daraus erahnen, dass es irgendwie, dass uns eine Frage gestellt wird. Und wir können jetzt eben entweder genehmigen oder ablehnen. Ich werde jetzt mal auf genehmigen, weil ich ja schon weiß, was kommen kann. Genau. Es will etwas von meiner Ladung. Ja, okay, das könnte man eventuell noch irgendwie durch zeigen oder deuten, könnte man noch irgendwie darauf kommen, dass das Ding etwas von uns möchte. So, wir haben hier Eisen zur Auswahl, geben wir mal. Ah, super, sehr schön. Dem Außerirdischen scheint mein Geschenk zu gefallen. Jawohl, und wir haben dafür jetzt ein Geschenk erhalten, und zwar Omega. Meiner Erfahrung nach so ziemlich das Wertvollste hier in diesem Spiel. Auch wenn ich es regelmäßig dafür verbrasse, mein Schiff zu reparieren oder dergleichen. Völliger Schwachsinn. Aber egal. Durch diese Interaktion jetzt mit dieser außerirdischen Lebensform haben wir Wörter gelernt. Du, Gott, Omega und Eisen. Gott sei Dank müssen wir uns das nicht selbst merken, sondern das wird vom Spiel dann auch so erkannt und beim nächsten Mal, das Schöne ist, wir haben jetzt tatsächlich eine neue Technologie erlernt. Das kann man eben auch von Außerirdischen oder auch durch zufällige Events. Und wir haben halt das eine Eisen abgegeben, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm, ne? Ja, das ist super gelaufen, das finde ich gut. Bohren möchte ich jetzt hier nicht, weil Sauerstoff in dem Sinne brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich werde jetzt mal diese 5 Eisen hier, ja, also so ein so Punkt Eisen zum Beispiel gibt 2 Punkte Schiffshülle. Und beim Treibstoff ist es ähnlich. Ich glaube, Helium gibt mehr, das gibt 3 Punkte oder 4 sogar. Und Wasserstoff auch 2 Punkte, wenn ich mich recht entsinne. So, ach nee, Quatsch, ich wollte ja kurz zeigen. Wir haben nämlich jetzt hier, oder wir hätten hier die Möglichkeit, ne, also das ist unser Laderaum. Hier haben wir noch 4 Plätze frei. Und wir könnten jetzt theoretisch hier einen Geoscanner bauen. Ich glaube, die Technologie hatte ich sogar noch gar nicht. Gucken wir mal. Damit kann ich die Bodenschätze, die auf einem Planeten enthalten sind, von der Umlaufbahn des Planeten listen. Ah, das hatte ich doch schon. Kann ich jetzt aber nicht bauen, weil mir Gold als auch Silizium... Ja, sollte ich vielleicht doch bohren hier. Bin ich noch, ne? Ja, aber jetzt nicht zu viel Treibstoff. Wir haben nur noch 40. Nehmen wir mal 5. Tja, kein Gold. Sauerstoff nehme ich mit, aber nur die 20, damit die wieder aufgefüllt sind. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kupfer auch nicht. Es hat sich nicht gelohnt. Ich wollte eigentlich Gold. Aber gut, was soll's. Wir könnten jetzt theoretisch hier nochmal nach Eisen und dergleichen bohren. Macht jetzt aber wenig Sinn, da uns der Treibstoff langsam ausgeht. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich zu diesem Gasriesen und müssen jetzt hoffen. Ja, da wird es auch akustisch angekündigt. Ich glaube, wenn es so unter 25 fällt, dann ist hier Panik auf der Titanic. Schicken wir die Sonde. Ah, sehr schön. Sehr schön. Sowohl als auch und gar nicht zu knapp. So, dann werden wir gleich mal das Helium hier verbrennen. Wobei, guck mal, es ist jetzt wieder 62, aber jeder Sprung kostet halt auch verdammt viel. Treibstoff. So.
Ja, wenn es egal ist, komm, reparieren wir die Schiffshülle auch nochmal. So. Jetzt bin ich schon wieder 20 Minuten im Spiel. Klar, ich meine, das geht dann natürlich schneller, wenn man es alleine spielt und wenn man jetzt im Grunde nicht nebenbei auch noch labert. Beziehungsweise, ja, manchmal führt man ja auch Selbstgespräche. Roter Zwerg über die Supernova, ne? Hm. Roter Zwerg. Das kostet 26, das ist nicht ganz so teuer, aber im Grunde, es bleibt so ziemlich gleich. Gut. Tag 36. Ich wurde von einem Gammastrahlenblitz getroffen, der jemanden hätte töten können, aber ich bin davon gekommen. Wenn ich jetzt auch wie gegrilltes Fleisch rieche. Lecker. Bäh. Ach ja, und einige der Computereinträge sind verschwunden. Aber da sie nicht mehr da sind, weiß ich nicht genau welche. Aber sag mir nicht, wir haben jetzt schon wieder eine Technologie vergessen. Das kann nämlich auch passieren, dass man eine Technologie erlernt und plötzlich durch irgendein Event hat man das dann vergessen und kann es nicht mehr bauen. Sag mir nicht. Ich hasse dich, Spiel. Ich hasse dich. Und trotzdem komme ich immer wieder zurück. Es macht mir einfach so wahnsinnig viel Spaß. Aber ich denke, ihr habt jetzt schon gesehen, worum es geht. Wie gesagt, man kann sehr, sehr viele Technologien erlernen. Man kann irgendwann wirklich auch dann mehr oder weniger fast vollständig mit Außerirdischen kommunizieren. Es gibt ja auch so zwei, drei Punkte, glaube ich, an denen etwas Vorgeschriebenes passiert. Möchte ich jetzt gar nicht spoilern. Sollte das Ding jemand spielen möchten, dann will ich, wie gesagt, nicht spoilern. Aber ich finde tatsächlich, also allein durch diese Tagebucheinträge und durch diese Sachen, die dann passieren können, Tagebuch, Logbuch eigentlich, kommt einfach, das Ganze kommt nie wirklich zu irgendeinem Stillstand. Ja? Also es ist einfach, es ist im Grunde, jeder Versuch ist anders, oder fast jeder Versuch, auch wenn das Spielprinzip im Grunde völlig gleich ist. So ähnlich wie bei Binding of Isaac. Ja, nur, dass man hier leider nichts insofern freischalten kann, als dass man es für den nächsten Run gebrauchen könnte. Also hier ist es wirklich so, man startet immer mit diesem Schiff. Man kann aber das kann ich vielleicht, ich will da jetzt gar nicht spoilern. Ich will da gar nicht spoilern. So, nee, Weiterreisen wäre jetzt ja bescheuert, warte mal. Hier kurz mal auftanken. Ja, Helium wäre besser oder wäre schöner gewesen, aber mein Gott, man muss eh nehmen, was da so kommen möge. Ja, das hat's vollgebracht. So. Ja, da entsteht einfach oft dann auch dieses Dilemma. Jetzt zum Beispiel seht ihr, ich habe kein Eisen mehr. Ja, das heißt, ich könnte jetzt nicht mal meine Schiffshülle reparieren, die auch schon wieder auf 73 runter ist. Und da entsteht einfach wahnsinnig oft dann irgendwann dieses Dilemma. Lande ich jetzt auf diesem Planeten noch? Oder ziehe ich einfach weiter? Hier zum Beispiel sind jetzt zwei Reich an metallischem Erz, also es ist immer eine andere Konstellation. Lande ich hier oder lande ich nicht? Da ich kein Eisen mehr habe, würde ich sagen, ich lande jetzt hier kurz. Dann mache ich auch schon mal Schluss, weil ich denke, im Grunde das Spielprinzip dürfte klar sein. Es ist wirklich immer dasselbe. Man muss sehr genau darauf achten, was man verbraucht. Und man muss einfach dann versuchen, diesen Punkt zu erreichen. Wahrscheinlich die Erde dann, schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe es noch nicht geschafft. Wie gesagt, 12 Stunden gespielt. Aber ein Depp wie ich kriegt das nicht hin. So, bohren wir mal. Diesmal wieder mit 7. Okay, Silizium. Ja, ist ja nicht schlecht. Brauchen wir, glaube ich, auch für... Oder bräuchten wir für... Nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ach Quatsch, wir haben ja die... hat sich erledigt, wir haben ja die Technologie vergessen. Silizium nehme ich aber trotzdem mal mit. Wird auch für manche Reparaturen manchmal benötigt. Deshalb lasse ich das jetzt erstmal so. So. Ja, Sauerstoff wird langsam knapp, aber das geht schon noch. Wir finden hoffentlich bald wieder einen lebensfähigen Planeten. Will ich jetzt zum roten? Oder? Also hier unten sieht man diesen roten Pfeil, ne? Da soll es hingehen. Aber ja, das dauert noch. Tag 45, unglaublich. Ich fand unter einer Lebensmittelkiste eine Flasche Champagner. Cool. Zuerst sagte ich mir, okay, wir heben sie für eine Gelegenheit auf. Die eine, wenn ich die sexy Außerirdische treffe, aber ich könnte morgen sterben. Ja, man muss ja Prioritäten setzen. Habe ich noch nicht gelesen, den Eintrag. Also öffnete ich sie. In Schwerelosigkeit explodierte der Champagner in alle Richtungen. Es gab Champagner überall auf dem Schiff. So, hier bin ich. Lecke ihn. Also wir reden vom Champagner, ne? Also, ja. Lass mich raten, jetzt sind irgendwelche Schiffsinstrumente kaputt. Ah, nee, doch nicht. Nichts passiert. Boah, Gott sei Dank. Selten genug. Selten genug. Ja, aber meine Lieben, ich würde wirklich sagen, ach, man kann ja, ja. Ja, man kann auch da reinfliegen.
Also wirklich in die Höhle des Löwen sollte man aber insofern nicht. Es steht auch hier schon gefährliche Atmosphäre. Also hier ist es ja nur riskante Umlaufbahn. Hier ist halt die Atmosphäre wirklich, ja, nicht unbedingt lebensfördernd, sage ich jetzt mal. Und den Fehler habe ich auch das erste Mal gemacht, dass ich da direkt reingeflogen bin und mein Schiff eigentlich auch direkt hinüber war. Man kann später, wenn man die Technologie ausgebaut hat, kann man auch da mehr oder weniger gefahrlos reinfliegen, kann da auch wirklich Kraftstoff abbauen. Wobei ich glaube, das sollte ich sogar... Mal gucken, schauen wir mal. Oh, ist eigentlich gar nichts passiert, aber ich kann hier nichts abbauen, weil mir dafür ein Upgrade der Wasserstoffsonde fehlt, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, ist aber gar nichts passiert, das wundert mich gerade, das wundert mich sehr. Ja gut, dann ziehen wir doch noch eins weiter. Neutronenstern, da passiert auch sehr oft. Ach komm, gehen wir doch mal, oder? Machen wir. Scheiß drauf. Tag 54. Nun, das war seltsam, aber ich habe eine Wasserstoffwolke gefunden. Eine Art Ministern, der sich nie selbst eingeschaltet hat. Aha. Ich habe eine Menge Kraftstoff gesammelt, bevor ich weiterflog. Hörst du? Das zum Beispiel ist ein positives Event. Ja, wir haben 15 Kraftstoff aufgefüllt. Sehr schön. Das nehmen wir doch gerne mit. So, aber ich möchte das Ganze jetzt einfach auch zu einem Ende bringen. Also mit purer Absicht. Ja, jetzt habt ihr gesehen, ne? Die Schiffshülle von 72 auf 43. Könnte ich jetzt natürlich theoretisch nochmal machen. Reich an metallischem Erz und das ist reich an Kraftstoff. Was ich sogar bräuchte, mache ich aber jetzt nicht. Ich fliege einfach weiter. Stur wie ich bin. So, stur wie ich bin. Fliege ich hier jetzt zum roten Riesen. Tag 63. Eine sehr kleine vollautomatische Satellitenstation kreist hier um den Orbitgürtel, wahrscheinlich durch Zufall angezogen. Keine Öffnungen, aber an ihrer Seite konnte ich einen kleinen Tank mitnehmen. Schon wieder Kraftstoff. Sogar 30. Boah, okay. So, aber... Ja. Das, wie gesagt, war jetzt pure Absicht. Ne? Um Gott, das sind 27 Minuten. Ich wollte maximal 20 Minuten drin sein, aber ja, viel zu erzählen und so. Das Schiff ist zerstört. Code Red. Das wird mein letzter Eintrag sein. Das Schiffskorpus ist rissig und das ganze Schiff verliert Druck. Ich habe einen Raumanzug jetzt angelegt, um für ein paar zusätzliche Minuten das Überleben zu ermöglichen, aber das ist das Ende. So long wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, die Übersetzung, sie ist nicht ganz perfekt, aber... Mein Gott, ja. Möge die Menschheit eines Tages mein Tagebuch finden, das Vermächtnis eines ihrer Brüder, der bis zum Schluss gekämpft hat. Das ist das Ende meiner Reise. Den Bildschirm habe ich schon verdammt oft gesehen. Aber nicht freiwillig, ja. Das ist dann immer passiert, weil, wie gesagt, es kann so viel passieren, das glaubt er gar nicht. So viele zufällige Ereignisse, es ist einfach nur schön, es ist einfach nur super. Und vor allem eben auch dieses Interagieren dann mit den Außerirdischen und so. Ich mag das. Also ich hätte nicht gedacht, dass ein Spiel, mit dem Grundgerüst, mit einem doch sehr einfachen Grundgerüst, ohne Kämpfe vor allem dann auch, so funktionieren kann. Es macht mir einfach nur Spaß. Ja, und ich hoffe, auch ihr hattet vielleicht ein bisschen Spaß, auch wenn ich sehr viel gelabert habe, tut mir leid. Wie gesagt, ich finde das Spiel wirklich toll, mir gefällt's. Falls es euch auch gefallen sollte, ja, gibt's zu kaufen, ne? Ich weiß gar nicht, was das jetzt momentan kostet. Ich glaube, das kostet 9,99 auf Steam. Momentan. Und ja, ich muss, also ich bereue es nicht. Ich bereue es absolut nicht. Es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und irgendwann erreiche ich auch endlich mein Ziel. Gibt es auch übrigens 4 davon, also es gibt im Grunde 4 Enden. Ich noch keins gesehen nach 12 Stunden. Auch schön. Ja, das sagt auch schon einiges über meine Flugkünste aus, sag ich mal. Und auch ehrlich gesagt, und das habe ich da nicht dazu gekauft, aber vielleicht in einem Sale irgendwann mal. Man ist ja auch ein bisschen geizig. werde ich mir vielleicht den Soundtrack noch holen. Der ist nämlich auch wunderschön. Gefällt mir unglaublich gut. Der Soundtrack stammt auch aus der Feder des jungen Mannes, der auch bei Antichamber für die musikalische Untermalung zuständig war. So, das als letzte Information. Und ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Am Ende hat man nochmal hier so eine Art Zusammenfassung, was man geschafft hat. Hier Sternsysteme besucht, Technologien gelernt. Ja, Verlernen sollte auch gleich dabei stehen, ne? Haben wir auch schon wieder Raumschiffe. Okay, jetzt war es doch ein Spoiler. Sterne zerstört, null Planeten, Terraformi. Ja, es gibt hier echt noch einiges, was ich jetzt, worauf ich jetzt nicht eingegangen bin. Das möchte ich auch gar nicht. Okay, so. Komme ich dann wieder. Genau, komme wieder zum Titelbildschirm. Gut. Also, meine Lieben, jetzt wurde es doch eine halbe Stunde. Tut mir leid. Sollte nicht so lang werden. Aber ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in dieses Kleinod, wie ich es finde, geben. Und in diesem Sinne.
verirrt euch nicht da draußen und alles Leben, was da draußen rum pirscht und Dingens live long. Nein, das lassen wir jetzt. Ja, lasst euch gut gehen, meine Lieben. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, so denn ihr wollt. Die Wahrheit ist da draußen. Ciao, ciao.